Zugegeben, heute wird hier ein bisschen rumgeeiert, aus gutem Grund, denn ich werde mir Hühner mieten. Wir werden als Familie testen, wie es ist, Legehennen im eigenen Garten zu haben, wie viel Arbeit die gefiederten Freunde machen und wie die frisch gelegten Eier schmecken. Und dieser junge Mann macht's möglich, Magnus Gutmann, 19 Jahre jung und seit 2020 Unternehmer. Als ich mir selber den Hühner angeschafft habe, für uns hier zu Hause privat, habe ich auch festgestellt, dass generell Anfang Corona viele Leute, auch andere Leute, Privatleute, sich Hühner angeschafft haben und dann nach 2, 3 Wochen festgestellt haben, oh, das ist überhaupt nichts für uns. Und dass dann die ganzen Tierheime die Hühner abgegeben haben. Okay. Und Tierheime waren überfüllt mit Hühnern. Also Tierheim Bremen war echt voll mit Hühnern. Ja. Hat extra ein neues Gehege erschafft für die ganzen Hühner. Und dann kam die Idee, dass ich gesagt habe, das muss man irgendwie, irgendwas muss man hinkriegen, zu lösen, das Problem. Und mit der Idee, Hühner zu mieten, kann man das dann erstmal selber ausprobieren zu Hause. Alle Hühner, die ihr hier seht, das sind alles Hühner, die ich aus Legebetrieben rausrette. Also Leute, Legebetriebe sind ja die Betriebe, wo sie ihre Eier legen müssen für die Supermärkte. Und die werden nach 1 bis 2 Jahren aussortiert, weil sie natürlich nicht mehr so viel Eier legen, wie sie sollen. Und bei ihr sieht man auch hinten die ganzen Federn weg, weil die werden dann da umgepickt und das ist so eng. Und dann werden die aussortiert und dann kann man die natürlich kaufen oder sie werden halt geschlachtet. Und ich kaufe die Hühner alle raus für die Vermietung dann. Ach, Wahnsinn. Also das heißt, du gibst denn eigentlich die Chance auf ein neues Zuhause, ne? Neues Leben. Auf ein richtiges Zuhause. Und nicht so viel Stress, müssen nicht so viel Eier legen. Ja, das stimmt. Apropos nicht so viel Stress, die Hühner dürfen maximal 5-mal im Jahr vermietet werden, mindestens 2 Wochen lang und immer in einer festen Hühnertruppe von 5 Hennen. Außerdem braucht das liebe Federvieh mindestens 25 Quadratmeter Sand- oder Rasenfläche. Das Tierwohl steht nämlich an erster Stelle. Und wenn es mit den Hühnern im eigenen Garten passt, kann man das Rundum-Sorglos-Paket Hühnerhaus, Futter- und Wasserspender und natürlich die 5 Hennen direkt bei Magnus kaufen. Kostenpunkt 900 Euro. Eine kleine Eierkunde gibt es gratis obendrauf. Die Eier hier bei mir zu Hause privat sind auf jeden Fall befruchtet. Also wenn ich die jetzt in einen Inkubator, bedeutet eine Brutmaschine, legen würde für 21 Tage, dann würde da höchstwahrscheinlich was rauskommen. Aber könnte ich die jetzt trotzdem essen? Ja, man sieht das im Eigelb, ist manchmal so ein ganz kleiner schwarzer Punkt. Also das heißt, wenn das Ei noch in der Entstehung in der Henne ist, also ja noch nicht so, sondern noch in der Entstehung, ja, dann kommt der Hahn, reibt seinen Po an den Po der Henne. Genau, also wenn das Ei schon fertig gerade zufällig ist, er wartet nicht drauf, bis das Ei wirklich, ja, ja. Wenn das Ei schon fertig ist, dann geht das Befruchtete in das nächste Ei, also für den nächsten Tag. Ja. Oder wenn es gerade zufällig passt, dann. Aber es geht nur durch Popo rein, mehr, ja, musst du nicht gar nicht machen. Ja. Ist ganz schnell, 2 Sekunden geht das. Und da freut die Henne sich ja den ganzen Tag, ja, drauf, wa? Bevor ich meine Miethühner mit nach Hause nehmen kann, treffe ich im Kindergarten Berschenrege in Ritterhude auf Isabel, Oskar und Thea. Die 5-Jährigen sind bereits stolze Hühnermieter. Komm her, du bist draußen. Das war doof, du Huhn. Das Huhn ist ja witzig. In der Kita Werschenrege hier in Ritterhude hat Leiterin Kirstin Furcht dieses tierisch tolle Erlebnis für die Kinder möglich gemacht. Wie leben die Hühner? Was ist wichtig in dem Umgang mit den Hühnern? Wir haben da also ein 2-Wochen-Projekt draus gemacht, dass sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Futter geben, trinken geben. Boah. Musstet ihr auch den Stall ein bisschen ausmisten? Ja. Hattet ihr richtig zu tun mit den Hühnern? Aber dafür gab es ja auch Eier, ne? Wir haben die Kacke auf dem Boden weggemacht. Ernsthaft? Na gut, wer ein Huhn hat, muss natürlich auch mal ein bisschen Hühnerkacke wegmachen. Und haben die auch ein Ei gelegt? Ja, ganz viele. Und habt ihr die gegessen? Ja. Wir haben daraus Kuchen gemacht. Einen Apfelkuchen. Und wie hat der geschmeckt? Gut. Die Kinder sind begeistert und auch den Hennen gefällt es hier tierisch gut. Und ich bin nun auch bereit für mein Hühnerexperiment. Doch bevor Magnus die Hennen zu mir nach Hause bringen kann, müssen wir meine 5 Miethühner erstmal einfangen. Gar nicht so einfach. Ah! Hast du einen? Oh. Magnus, nimm das schnell! Hier. Oh, wir sind voll die schlechten Hühnerfänger. Da! Ah, die fliegt ja sogar! Ich denke, du machst das beruflich. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich bin fix und fertig.
Am Ende sind alle sicher verstaut. Magnus vermietet seine Hühner übrigens in einem Umkreis von maximal 40 Kilometern rund um Bremen. Kostenpunkt 110 Euro pro Woche. Für viele Kunden sind die Miethühner eine tierfreundliche Alternative zu Supermarkteiern, bei denen viele Verbraucher nicht mehr so recht nachvollziehen können, unter welchen Bedingungen die Hennen leben. Also Miethuhn statt faulem Ei. Meine Kinder Mila und Jona freuen sich schon. Da kommt mal her, gucken. Hier sind unsere neuen Mitbewohner. Reingucken könnt ihr ja schon mal. Und wieder zu machen. Oh, nächster Arbeitsschritt, wir müssen den Zaun aufstellen. Magnus bringt seine Hühner immer persönlich zu seinen Kunden, um sich von den Bedingungen vor Ort selbst ein Bild machen zu können. Ist jetzt der ganze Garten zum Hühnerhaus? Ja, vielleicht nicht der ganze, aber ein großer Teil des Gartens wird zum Hühnerhaus. Ziehen hier auf jeden Fall ein. Die brauchen ja auch brauchen Platz. Auch ein bisschen Platz. Gemeinsam mit meinen Kindern Mila und Jona bauen wir das Hühnerzuhause auf Zeit auf. Vollpension inklusive. Der Hahn muss im Normalfall übrigens zu Hause bleiben. Der ist nämlich oft aufgrund seiner Lautstärke kein ganz so gern gesehener Gast. Die Hühner drehen schon ihre ersten Runden und unser Hühnerexperiment startet genau jetzt. Wie viel Arbeit sie machen, wie die frisch gelegten Eier schmecken und warum meine Hühnerfreundschaft ein bisschen auf die Probe gestellt wird. Sag mal so, wenn die so viele Eier legen würden, wie sie Pup machen. Dann wüsste ich nicht, wohin mit den Eiern. All das ganz bald hier bei RTL Nord. Das war wieder eine Folge Kim kommt rum. Und wenn es euch gefallen hat, dann habe ich jetzt einen richtig guten Tipp für euch. Abonniert doch einfach unseren YouTube-Kanal. Dann könnt ihr wirklich nichts Wichtiges mehr verpassen. Und hey, ihr könnt natürlich auch ein Like und einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns auf euch.